Herzlich willkommen zu Best vom Spielt Minecraft, Folge 2. Ja, wie ihr seht, sind wir immer noch genau an der Stelle, wo wir in Folge 1 aufgehört haben. Und ich glaube, dass ich erstmal was essen sollte. So, lecker, Schmecker aus unserem, wie hieß der, Bonus-Chest. Ja, ich glaube, ich habe es grandios verplant, weil ich wollte mir ja ursprünglich ein Bett bauen, um die Nacht zu überstehen. Nur habe ich eine Wolle zu wenig. Ich glaube, man braucht 3 Wollen für ein Bett, richtig? Ich glaube, ja. Daher... Oh, ich hoffe, ich habe die Musik nicht laut. Ich schaue mal schnell hier nach. Options, Music... Ja, das müsste hinhauen. Deswegen müssen wir nochmal raus hier. Klopfen wir mit einem Apfel hier drauf und schauen, ob wir noch ganz schnell irgendwo ein Schaf finden. Das wäre hier, wir haben natürlich auch... Ah, das trifft sich ja hervorragend. Hätte ich mir natürlich auch noch ein Schwert basteln können. So, aber das sollte für unsere Bettgeschichten reichen. Gleich wieder unsere kleine Höhle. Wie spät haben wir es? So spät haben wir gar nicht. Naja, bald wird Nacht. So, machen wir das erstmal hier wieder notdürftig zu. Und dann gucken wir mal. Also eigentlich... Zup, zup, zup. So, ja, Zombie, super. Da haben wir ein Bett. Ja, jetzt ist die Frage, also inwieweit ich das hier unten ein bisschen ausbaue. Eigentlich sollte es ja nur so ein bisschen eine Höhle werden, um die Nacht zu überstehen. Allerdings glaube ich, dass es gar nicht so schlecht wäre, das gleich zu der ersten Base auszubauen. Ich glaube, das wäre nicht die schlechteste Idee. Nochmal hier so eine Furnace irgendwo hinstellen. Machen wir das erstmal ein bisschen geräumiger hier. Ich werde wahnsinnig. Jetzt habe ich hier eine Fliege im Raum. Die machen mich ja bekloppt. Ich hoffe, die stört jetzt nicht so sehr auf der Aufnahme, weil das Mikrofon ist sehr empfindlich. Sehr viel Eisen, wunderbar. Und wenn nicht, dann gehe ich jetzt... Moment, ich gehe kurz auf Fliegenjagd. Ich pausiere hier mal kurz. Bis gleich. So, ja, die Fliege stört keine Aufnahme mehr. Ich weiß, ich bin ein grauenvoller Mensch, aber das kann ich nicht haben. Also da werde ich ja kirre. Mit diesem Gesumme immer, die sind so penetrant auch. Macht mich wahnsinnig. So, ja, wir bauen das hier einfach mal ein bisschen aus, noch ein bisschen Eisen. Das ist ja wunderbar, da können wir uns auch gleich richtiges Werkzeug mitbauen. Und wir haben ein bisschen Zeit jetzt hier, wir sind ja relativ geschützt. Nur das, da wird es jetzt so langsam dunkel, aber dadurch trifft uns ja nichts. Ich weiß nicht, ich glaube, ein Skelett könnte theoretisch durchschießen mit Pfeil und Bogen. Müsste eventuell funktionieren, ich weiß es gar nicht. Naja, wir werden es merken, wenn ein Skelett direkt davor steht. Okay. Ich muss aufpassen, ich übertreibe es immer gern mal so mit dem geräumig machen. Und außerdem wollte ich ja die Nacht gar nicht durchbauen, sondern dafür hatte ich mir ja mein Bett gebaut. So, das stellen wir jetzt hier auch gleich mal irgendwo hin. Am besten nicht gleich auf irgendwelches Eisen vorkommen. Und was ist denn jetzt passiert? Oh. Aufs Bett geschlittert. So, wunderbar. Das heißt, Morgengrauen. Wunderbar. Und ich glaube, da unten hin wird uns auch gleich unsere erste Expedition führen, wobei mir da ein bisschen die Kohle für... Oh, nee, nicht mal. Ich wollte sagen, mir fehlt die Kohle für Fackeln, aber das ist gar nicht der Fall. Ein bisschen Holz könnte gut tun, allerdings können wir das hier auch einfach wieder abbauen. Jetzt als allererstes bauen wir mal einen Schmelzofen. Wobei am besten bauen wir gleich 2. Weil von den Dingern kann man nie genug haben. Und bauen die hier irgendwo mal praktisch hin, wo sie nicht gleich von Anfang an im Weg sind. Zock, zock. Und früher habe ich immer mit Kohle geheizt, aber ich glaube, das geht auch mit normalem Holz. Ist das richtig? Ich glaube ja. Machen wir hier mal 3. Keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie Overkill ist oder so. Haben wir hier 2. Genau. Verwirrt. Packen wir mal 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das funktioniert schon mal. Das ist ja schon mal
Hervorragend. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dann bekommen wir ein bisschen Eisen. Was wir auch haben wollen, ist Sticks. Davon haben wir ein paar hier. Jetzt bauen wir hier erstmal das hier wieder ab. Ja, machen wir mit bloßen Händen. Wie echte Männer. Punchen wir so lang eine Wand, bis sie in sich zusammenbricht. Das mache ich auch hier immer gern. So. Noch hier ein bisschen Licht. Ich weiß nicht so recht, ob ich das hier als meine Base haben möchte, ehrlich gesagt. Ich schaue mich jetzt gleich nochmal außen ein bisschen um. Wie sieht denn hier so die Lage aus? Ich meine, hier haben wir so einen recht langweiligen Hügel eigentlich. Der See gefällt mir ganz gut hier. Oder der Fluss eher gesagt. Das finde ich ganz nett. Aber hier hinten nur so diese Wüste. Was natürlich cool ist, ist die Höhle hinten dran. Die werden wir auf jeden Fall mal erkunden. Aber so direkt gefällt mir die Umgebung hier nicht so wirklich. Ich glaube, für mein Zuhause mache ich das nicht. Oh, hallo, Enderman. Ist aber jetzt nicht zu mir geworbt. Nein, ist er nicht. So. Also, wir werden jetzt hier ein bisschen Eisen haben. Nehme ich jetzt mal stark an. Sehr schön. Für alles gibt es hier Erfahrungspunkte. Ist ja verrückt. So, und das Holz hat nicht lange gereicht. Ich glaube, da ist Kohle effizienter. Aber egal. Wir bauen uns jetzt erstmal ein Schwert. Und dann bauen wir uns. Was brauchen wir noch am ehesten? Ja, ich glaube, wir können alles bauen, was wir brauchen. Eine Axt. Dann brauchen wir noch mal ein paar Sticks. Das heißt, dann können wir uns noch. Ja, Schaufel von mir aus. Genau, um was zu essen müssen wir uns auch noch kümmern. Ja, da ist ein Zombie direkt hinten dran, wie es aussieht. Brrr. Ja. Ja, habe ich das. Also irgendwie, das Holz ist nicht sehr effizient. Ich opfer da jetzt mal eine Kohle für. Da hätten wir alles. Was fehlt mir eigentlich jetzt noch? Eine Axt fehlt mir. Zup, zup. Zup, zup, So ausgestattet würde ich sagen, ist eigentlich das Erste, was ich tun sollte, nach draußen gehen und mir mal ein bisschen Futter besorgen. Dann packt man das weg und das weg, das weg und das weg. Das nehmen wir mit, das können wir auch wegpacken. Und dann gucken wir doch einfach mal, was wir so finden hier in der Umgebung. Ich sollte mir vielleicht, das wäre vielleicht nicht schlecht. Mein Zuhause markieren, weil ja, ist doof sonst. Wenn ich das tatsächlich nicht mehr finde, ist ein bisschen albern dann. Wie macht man das? Ich glaube, ich baue einen kleinen Turm oben drauf. So einfach so. So, dass wir den Sturz auch noch überleben. Und da packen wir. Jetzt habe ich keine Fackel mit. Eieiei. Ja, aber das sollte ich schon sehen eigentlich. Oh, das ging ja noch. Dann schauen wir uns mal ein bisschen um. Also am besten wäre natürlich hier so ein paar Kühe zu haben oder Schweine, um uns einfach mal ein bisschen einzudecken. Mit Futter. Ah, hier sieht es schon ein bisschen hübscher aus. Hier so ein kleines Tal irgendwie. Vielleicht ist der Ort hier doch nicht schlecht. Wer weiß auch, wo uns die Höhle hintreibt. Wenn wir da mal reinlaufen, vielleicht ist da auch irgendwo ein Ausgang hier noch. Dann können wir vielleicht so eine schöne große unterirdische Base uns anlegen. Aber hier sieht es gerade nicht nach Tieren aus. Ich glaube, Tiere sind auch hier so vegetationsspezifisch vertreten, oder? Ich meine ja. Das heißt also, in der Schneelandschaft weiß ich nicht, ob sich da Schweine so wohlfühlen. Jo, komm. Patz. Ich glaube, geschickter für die Wolle wäre eigentlich auch eine Schere. Sowas gibt es ja auch. Das mache ich dann, wenn ich so einen kleinen Zoo aufgebaut habe. Hier bin ich, glaube ich, hergekommen, meine ich. Also richtig besiedelt mit Tieren und so ist das hier ja nicht. Loch im Boden. Noch. Diese Löcher im Boden, die fallen mir jetzt häufiger hier auf. So ein Block, der einfach im Boden fehlt. Ich bin wenig begeistert von der Gegend hier. Ich glaube, wir müssen weiterziehen.
Hier ist ja nichts. Ich meine, Schafe, okay, aber ihr gebt mir ja kein Fleisch. Was ja eigentlich auch komisch ist, wenn so ein Lammsteak ist ja eigentlich auch was Leckeres. Wäre doch eigentlich möglich. Nun ja, also der eine Apfel, den ich jetzt da noch habe, der reicht mir jetzt nicht allzu lang mehr, würde ich sagen. Ja, was ich natürlich theoretisch machen könnte, ich könnte was anbauen. Und so einen auf Bauer machen, einen Bauer pullen sozusagen. Ja, ihr Schafe, ja, was soll ich mit euch anfangen hier? Euch kann ich ja leider nicht essen. Schauen wir noch mal kurz ein bisschen in die Richtung. Ja, hier meine Foodbar oder wie man es auch immer nennen möchte, ist irgendwie rapide am sinken. Ja, meh. Verhöhne mich nur. Du wirst es auch noch abkriegen. Und hier haben wir schon wieder die beknackte Wüste. Also irgendwie ist das hier alles nicht so das Wahre. Ich glaube, was mir helfen könnte, wäre vielleicht mal ein Boot bauen und einfach mal ein bisschen lossegeln. Mein Bett kann ich ja mitnehmen und das ganze Zeug. Aber so ein bisschen Essen wäre schon nicht schlecht, weil eigentlich wollte ich zumindest, ob ich jetzt die Base baue oder nicht, hier diese Höhle noch erkunden. Oh, sowas ist mir auch immer am liebsten. Was mache ich da jetzt? Naja, machen wir den hier. Ja, immer wegen einem Block. Immer. Immer. Naja. Tja. Doof jetzt irgendwie. Also ich bin jetzt nicht arg weit gelaufen. Vielleicht ist hinter dem nächsten Eck schon eine große Kuhherde, die darauf wartet, zu Steak verarbeitet zu werden. Aber so richtig viel Hoffnung habe ich nicht. Was ich jetzt mal mache, ist, ich packe meine Sachen ein, die ich so rumstehen habe. Weil wer weiß, wo es mich hinführt und nachher stehe ich da mit Essen und keiner Unterkunft mehr. Ich meine, das können wir eigentlich lassen. Das nehmen wir noch mit. Nehmen wir das mal alles mit hier, was ich hier rumzustehen habe. Das lassen wir jetzt gerade da. Also eine kleine Fluchtbase können wir ja behalten, aber mit meinen Sachen ziehe ich jetzt doch mal ein bisschen weiter. Vielleicht kommen wir hier mal zurück. Aber so hat das ja alles keinen Zweck. Also ich meine, ohne Essen ist auch irgendwie doof. Gucken wir mal. Ziemlich viel Wasser um mich rum. Fühle mich ein bisschen wie Robinson Crusoe. Was ist das denn? Ein Loch im Wasser. Ich denke, es ist ein Renderbug. Aber das werden wir doch mal näher untersuchen wollen. Was zur. Ja, das ist irgendwie nicht richtig gerendert. Ja, das haben wir letztes Mal schon festgestellt, dass irgendwie die CPU dann doch von dem Fraps so beansprucht wird, dass der es nicht schafft, die Chunks richtig schnell aufzubauen. Aber das ist jetzt schon extrem hier. Also, so ist mir das bisher noch nicht aufgefallen. Das killt ja die ganze Immersion von dem realistischen Minecraft. Was haben wir hier? Wölfe? Ich glaube, die kann ich zähmen, oder? Aber richtig zu essen verarbeiten. Ein Huhn! Ein Huhn! Ein Ei. Das kann ich, glaube ich, auch irgendwie essen. Ich habe immer so ein, glaube ich, dabei, weil, wie gesagt, ich habe irgendwie Minecraft schon lange nicht mehr gespielt. Ich glaube, ich habe Hähnchen. Wuhu, zwei Stück. Ausgezeichnet. Und es scheint schon wieder dunkel zu werden. Tatsächlich Abenddämmerung. Dann müssen wir uns schon wieder eine kleine Unterkunft bauen. Was ja kein Problem ist. Wir haben ja auch das Bett dabei und so weiter. Was ist da unten denn? Guck mal an. Ja, naja. Oh, das klingt nach Dungeon. Ich baue mir gleich mal so ein kleines Erdloch. Ein hübsches. Das wird jetzt ganz schön eng. Das wird schnell dunkel. So, aber das ist gar nicht schlecht hier. So, zack. Haben wir noch Fackeln? Fackeln haben wir auch. Dass ich jetzt das Bett gerade aus meiner Leiste rausgemacht habe, war auch sehr geschickt.
Naja, was soll's? Dann machen wir hier zu, dass hier keine ungebetenen Gäste reinkommen. Patz. Das sollte sicher sein. Machen wir uns mal hier noch ein bisschen mehr Platz. Da habe ich die Fackel natürlich wieder super geschickt hingehängt. Naja, was soll's. So, dass wir nicht Platzangst kriegen hier. Wir sind keine Klaustrophoben, aber muss ja auch nicht unbedingt zu eng sein. Es wird doch Zeit, was zu essen wieder. Ich glaube, das rohe Hühnchen sollte ich nicht unbedingt essen. Da brauchen wir wieder eine Furnace. Das können wir aber schnell hier. Ach, herrje, also. Meine Working Bench hätte ich ja vielleicht schon mitnehmen können. Das wäre vielleicht nicht unbedingt das Schlechteste gewesen. Naja. Machen wir das noch schnell. Wir haben ja Zeit. So. Und dann bauen wir uns nochmal eine Furnace. Diesmal nur eine. So, die packen wir hierher. Da packen wir zwei Kohle rein und die Hühnchen. Und dann stellen wir unser Bett auf. Und zwar hier. Na, wird es dunkel. Da ist es schon dunkel. Irgendwie kommt mir dieses Loch groß vor, aber ich glaube, rein technisch ist es ausreichend. Ach, wir haben ja eh Licht. Machen wir es halt ganz zu. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ausgezeichnet. Dann lege ich mich jetzt zur Ruhe. Machen wir das noch schnell? Geht ja fix. Und dann sage ich vielen Dank für die Aufmerksamkeit und oh, das war gefährlich. Es hat niemand was gesehen. Also gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.